Servus Bernhard und zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Es freut mich wahnsinnig. Gerade heute freut es mich noch viel mehr als sonst. Denn es ist mal wieder ein Jahr YouTube vergangen. Ja, und nach diesem einen Jahr YouTube hat sich wieder viel geändert. Ich habe wieder viel Sachen gemacht. Es ist einiges weitergegangen. Und dafür möchte ich mich bedanken. An allererster Stelle natürlich bei euch, weil es einfach so cool ist. Es ist einfach so klasse. 3000 Abonnenten geschafft, 300.000 Aufrufe geschafft. Es geht wirklich, 300.000 Leute schauen sich meinen Schmarrn an. Ich finde es einfach so cool. Es freut mich, dass euch das gefällt. Es freut mich, dass das so interaktiv ist. Dass die ganze Truppe so nett ist, dass die ganzen Kommentare so nett sind, dass kaum irgendwie was Komisches dabei ist, manchmal was Lustiges, nie irgendwie was total Bescheuertes. Es ist einfach klasse. Es ist schön, dass das alles irgendwie so immer ein Stückchen weitergeht und dass das, es macht halt einfach immer noch Spaß. Ich habe mir gedacht, ach komm, nach einem Jahr, dann langweilt es, aber es ist einfach so nett. Es ist einfach wirklich eine schöne Sache und es treibt mich selber auch voran, dass man immer wieder was Neues macht, dass man neue Leute kennenlernt, dass man neue Ideen hört und seine eigenen nochmal überdenkt und so weiter. Das ist einfach der Spaß an der ganzen Sache. Dafür bei euch vielen, vielen Dank. Es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die sich so ändern, auch bei YouTube. Mein YouTube fährt halt irgendwie so eine neue Politik mit der Werbung. Ich hoffe, das nervt euch nicht allzu sehr. Ich habe immer versucht, die Werbung so möglichst gering zu halten. Neue YouTube-Politik ist, sie stopfen halt Werbung rein, wo es geht. Ich kann hier nur sagen, bei mir hat sich nichts geändert. Ich kann leider nichts dafür, wenn so viel Werbung kommt. Akzeptiert es bitte, schaut meine Videos trotzdem an. Lasst euch nicht nerven mit dieser ganzen Werbung. Weil das Schlimme ist das, es gibt ja auch noch den Schrauberburm-Kanal, da oben verlinke ich ihn euch. Schaut's rein, ist ein ganz anderes Thema, geht's um unsere Rennen und unsere alten Harleys, um unsere Coffee Racer und unsere Hot Rods und dieses ganze Zeug. Hat jetzt mit dem Kanal nicht wirklich viel zu tun, ist aber auch ein Teil von mir. Die können jeden Klick brauchen, die können jeden Abonnenten brauchen. Schaut's rein, ist eine coole Truppe und ist auch ein ganz interessanter Kanal. Aber auf was ich hinaus wollte, selbst da, der ist nicht monetarisiert, absichtlich nicht. Trotzdem läuft Werbung ohne Ende. Und die Burm haben gar nichts davon. Das heißt, YouTube verdient sich eine silberne Nase, sage ich jetzt mal, mit Werbung. Aber es bleibt nichts übrig. Ja, gut, das ist die Werbeproblematik, die ihr euch leider antun müsst. Dann gibt es noch die andere Sache, was mir wahnsinnig oft jetzt aufgefallen ist. Kommentare, die verschwinden. YouTube hat irgendwie einen Filter drinnen und sortiert selber irgendwie die Kommentare vor. Und wenn die da irgendwie in den Filter reinrutschen, verschwinden sie im Nirvana. Wie gesagt, es gibt Kommentare, die sehe ich kurz, dann suche ich sie, um zu antworten. Dann gibt es nicht mehr. Auch irgendwie so eine neue YouTube-Macke. Aber das war es auch schon mit den ganzen negativen Sachen. Jetzt kommen wir mal zu den positiven Sachen. Also, wie gesagt, euch natürlich gebührt der größte Dank. Da gibt es immer so ein paar Leute, die mich unterstützen und ein paar Firmen, die mich unterstützen. Da gibt es eine ganz spezielle Firma, Bavarian Redneck Moonshine. Ich verlinke euch das nochmal unten. Nicht nur wegen der Firma, sondern auch rein eigennützig. Vielleicht ist das eine Eigenwerbung, müsste ich dann wieder hier irgendwo schalten oder so. Ich sag's jetzt halt. Eigenwerbung, Vorsicht, ist ja auch so ein neues Teil, worauf man achten muss. Keiner hat's kapiert, jeder macht irgendwie was. Ich deklariere es jetzt schnell als Eigenwerbung. Ich habe mir nämlich gedacht, ich möchte auch so einen Merch-Artikel haben. Aber ich möchte halt jetzt nicht irgendwie ein Messer oder einen Löffel oder ein was weiß ich was für ein Zeug, sondern ich hätte gern meinen eigenen Schnaps. Das passt da hier auch am besten rein. Redneck. Redneck Moonshine. Super. Es gibt einen Moonshine, einen Likör, einen Schnaps. Ich weiß es noch nicht genau. Meinen eigenen Schnaps, Likör, Moonshine. Zusammen mit der Firma Bavarian Redneck Moonshine. Das ist der Plan. Ab nächstem Jahr bei mir im Merch-Shop oder wo auch immer. Wenn es da mich besuchen kommt, kriegt es da auch einen Schluck. Genau. Ja, ganz klar. Family, Friends. Ich habe eine unglaublich tolle Familie. Meine Freunde, die um mich rum sind, sind super. Es ist einfach ein total angenehmes Umfeld, in dem ich mich da bewege. Denen natürlich super, super. Dankeschön. Aber es gibt auch noch ein paar Leute, die mich halt auch permanent unterstützen. Mit Sägeblättern, mit alten Äxten, mit Schraubenschlüsseln,
mit irgendwelchem Schrott, den man werfen kann, die mir das zuschicken oder vorbeibringen oder sonst irgendwas. An die geht natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön raus. Ja? Die wissen auch alle, wer gemeint ist. Und ganz besonders Horst und Heidi und Lolle und Peter. Vielen, vielen Dank, weil von euch habe ich so einen Haufen cooles Zeug bekommen, dass ich gar nicht mit dem Werfen hinterhergekommen bin. Das heißt, es wird noch ein paar so Werfvideos geben mit total ausgefallenem Schrott, sage ich jetzt mal. Das heißt, gespannt drauf. Ja, dann ganz klar, Schrauberburm, ich habe es ja schon gesagt, ich verlinke sie hier, vielleicht verlinke ich sie nochmal. Für alle Schandtaten bereit, für jedes Werkzeug, wie Schweißarbeiten und Bastelzeug. Ja, herzliches Dank an den harten Kern, der eigentlich immer für irgendwelche lustigen Sachen zu haben ist. Besucht es, schaut rein, brauchen jeden Klick. Danke dafür. Dann gibt es noch eine andere Kleinigkeit. Ich habe jetzt mal beschlossen, so ein bisschen back to the roots, dass es auch einen englischen Kanal von mir gibt. Den verlinke ich euch auch hier oben. Ihr merkt es ja, kaum mache ich ein Jahr YouTube, weiß ich, welche Seite der Link auftaucht. Nicht hier, früher habe ich in alle Richtungen gezeigt. Da kommt der Link. Und zwar Bavaria Off the Grid ab nächstem Jahr englischsprachiger Kanal für unsere außerhalb von Bayern Menschen. Geht im Prinzip um das Gleiche. Wird noch so ein bisschen traditionslastiger werden. Wen es interessiert, schaut's rein. Ich werde es nur ein einziges Mal verlinken. Dann werdet ihr auf diesem Kanal nie wieder was über diesen Kanal hören. Dann gibt es jetzt noch eine kleine Zusammenfassung von den Highlights. Die kommen jetzt im Anschluss, was so dieses Jahr passiert ist. Und diese kleine Videoshow mit meinen Highlights, die wird dann auch gleichzeitig mein neuer Kanal-Trailer werden. Den werde ich auch online stellen. Schaut es euch an, klickt drauf, gibt es mal einen Daumen, gibt es mal ein Like. Würde ich mich freuen, wenn der so ein bisschen eine vernünftige Aufrufzahl bekommt. Ja, was soll ich noch sagen? Bleibt bei meinem Kanal, unterstützt mich weiter. Ihr seid total super. Hinterlasst weiterhin eure Kommentare. Hinterlasst weiter Daumen hoch, Daumen runter, wenn es euch tatsächlich nicht gefällt. Ist alles in Ordnung. Sagt mir, was euch nicht gefällt. Und ja, ich versuche so zu bleiben, wie ich bin, damit ihr weiterhin Spaß habt. Und wünsche euch jetzt viel Spaß bei meinem neuen Kanaltrailer. Habt einen wahnsinnig schönen Jahresabschluss. Und startet super in diesen Winter. Führt's euch! Thank you.
Und dann hat er einen Faden verloren.